Moin und einen herzlichen Gruß zum Pfingstfest aus der Kirche Heilig Geist in Farmsen. Wann ist Pfingsten? Dumme Frage, könnten Sie sagen, liebe Zuschauerin, lieber Zuschauer. Natürlich ist an Sonntag und Montag diese Woche Pfingsten. Ja, dieser Tage feiern wir Christen den 50. Ostertag, Pentecoste. Da kommt der Begriff Pfingsten her. Wir feiern die Herabkunft des Heiligen Geistes. 50 Tage nach Ostern. Verzeihen Sie, ich frage nochmal, wann ist Pfingsten? Es gibt ja viele Zeitgenossen, die mit Kirche und Heiligem Geist und mit Gott nicht mehr viel anfangen können. Nicht wenige sagen ja, Gott, das ist eh ein Hirngespinst der Menschen. Wann ist Pfingsten, liebe Zuschauerin, lieber Zuschauer? Wir Christen glauben, dass Gottes Geist in uns Menschen lebendig ist. Gottes Lebens- und Liebeskraft in dieser Welt, in unseren Herzen, in unserem Leben. Wir glauben daran, dass Gottes Lebens- und Liebeskraft Menschen über alle Unterschiede hinaus belebt und trotz aller Verschiedenheiten belebt, sie zueinander führt. Damals in Jerusalem, siehe Apostelgeschichte 2, da war es ein Durcheinander von verschiedenen Sprachen, Kulturen. Alle Herren Länder waren da versammelt in Jerusalem. Und inmitten dieses Durcheinanders hat es Gottes Lebens- und Liebeskraft, der Heilige Geist, geschafft, dass alle verstanden, was für alle gedacht ist. Das ist Pfingsten. Gottes Lebenskraft, die Menschen inspiriert, allen Verschiedenheiten zum Trotz, mit göttlicher Power, mit Spirit sozusagen, zu glauben, zu hoffen und zu lieben, einander zu verstehen. Auf einmal verstehen alle, was für alle gedacht ist. Ist nicht dann Pfingsten, wenn dies passiert? Und das ist nicht nur vor 2000 Jahren in Jerusalem, das kann immer wieder geschehen. Damals war es ein feuriges Brausen, sozusagen, von dem ich ahne, dass für einen Moment die Flausen aus den Köpfen der Menschen weggeweht waren, sie allein und ihre Überzeugung und ihre Sprache wäre das Nonplusultra und sie wären der Nabel und die Mitte der Welt. Auf einmal verstehen alle, was für alle gedacht ist. Dann ist Pfingsten. Pfingsten kann täglich geschehen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Zum Beispiel, wo gesucht und gestärkt wird, was Menschen verbindet, sie eint, anstatt sie aufzustacheln im Hass. Pfingsten ereignet sich, so glaube ich, dort, wo Menschen aufgebaut und nicht platt gemacht werden. Pfingsten, das kann da sein, wo Ängste heilen können, anstatt sie wie Schutzschilde vor sich herzutragen und sich in ihnen einzuzementieren. Pfingsten entdecke ich schließlich da, wo Menschen nicht rechnen, um die Sorge umeinander lohnt, weil sie die Sprache der Liebe lernen und erkennen, dass die Liebe das Leben trägt und keine Verlierer produziert, sondern allen im Leben dient. Liebe trägt das Leben und fragt nicht, ob sich's rentiert. Ist nicht dann Pfingsten, wo Menschen genau diese Sprache lernen? Mein Glaube sagt mir, von Gottes Gnade, von Gottes Liebe lebst du, jeden Tag neu, nicht nur an zwei Feiertagen.
Wann ist Pfingsten? Für Sie? Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes, ein geistreiches, ein inspirierendes Pfingstfest und vor allem jeden Tag belebende Pfingsterfahrungen. Und ich tue das mit dem Wunsch nach Gottes Segen für Sie und Ihre Familien, für die Menschen hier in unserer Pfarrei. Mit einem alten Pfingstlied. Komm, Heiliger Geist der lieben Schaft, erfülle uns mit deiner Kraft. Dein Schöpferwort rief uns zum Sein, nun hauch uns Gottes Odem ein. Komm, Tröster, der die Herzen lenkt, du Beistand, den der Vater schenkt. Aus dir strömt Leben, Licht und Glut, du gibst uns Schwachen Kraft und Mut. Entflamme Sinne und Gemüt, dass Liebe unser Herz durchglüht und unser schwaches Fleisch und Blut in deiner Kraft das Gute tut. So segne und behüte dich und euch und alle, die dir und euch verbunden sind, der gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Frohe Pfingsten und auf Wiederschauen.